Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In alten Gefilden, hier bin ich schon mal gewesen, am Domaine du Frêne, wahrscheinlich einem der verrücktesten Gewässer Europas. Man könnte auch sagen, dem Zeiler Zoo. Hier war ich, ja, jetzt ist September, Anfang September, vor einem Jahr im Mai und es war eine totale Eskalation. Das Video werde ich hier auch mal drin verlinken. Ich bin hier mit meinem guten Freund und Kollegen Andi. Los geht's, Junge. Das Paschmanns-Eder-Duo ist wieder beisammen und wir sind auf Swim 2. Wir haben den Platz hier schon gezogen, das haben wir im Vorhinein gemacht. Die Gänse. Das haben wir im Vorhinein gemacht. Wir sind eigentlich ganz happy damit. Es ist schon krass. Also wie in Deutschland ist es heute Morgen 12 Grad gewesen und hier sind es jetzt 30. Ich habe mich erstmal schön dick mit Sonnencreme eingeschmiert. Es gibt einiges zu erzählen. Wir machen eine richtig fette Challenge. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Jetzt machen wir erstmal alles klar. Wir müssen eine ganze Menge Futter reinbringen. Hier, das Ding hier, dieses Fass, haben wir mal mitgebracht. Das sind, ja, sind schon ein paar Kilo. 25 Kilo. Anni hat das gerade hier hingetragen. Nein, also ganz auf, ganz das wird hier nicht reingehen, aber wir hoffen uns einiges. Ich habe hier 3 Nächte Zeit, Andi noch ein bisschen länger. Und jetzt machen wir erstmal alles klar und dann... Und was ist der Plan? Unser Plan ist... Der Plan ist Kaffee machen. Nee, der Plan ist ein paar große Zeiler trocken zu legen. Los geht's. Genau, warte, stopp, Moment, sag das nochmal. Ein paar? Nee, der Plan ist eigentlich ein paar richtig fette Zeiler trocken zu legen. Aber wenn wir es schaffen, also einer von uns beiden in der Zeit, in der ich hier bin, einen Zeiler über 20 Kilo zu fangen, da gibt es richtig fett was zu gewinnen. Zeug von ihm, Tackle, das ich ihm dann abnehme, da weiß er jetzt gerade zum ersten Mal was von. Okay. Wir schauen mal, was es sein wird, Ruten oder so. Nein, ich glaube genau. Nicht. Aber irgendwas wird es sein und ich lege auf jeden Fall auch noch was drauf. Und zu gewinnen gibt es irgendwas sowieso, egal ob wir einen 20 Kilo Zeiler fangen oder nicht. Aber es kann nur besser werden. Also, bis gleich. Andi, was ist denn da los? Jo. Hammer, oder? It's a coming. Get in. Yes, man. Gedauert? Wie lange? 5 Minuten. 5 Minuten oder 5? Jo, so schnell, dass man hier entschneidert, ey. Domaine du Frêne zeigt dich wieder von seiner besten Seite. Wir klatschen hier Single Hookbaits rein. Ey, und die Route lag 5 Minuten. Ich habe die einmal umgeworfen. Gelber Wafter einfach da hinten auf Linie mit der Insel und die läuft. Ist das krass. Das ist echt unglaublich hier. Naja, okay. Ich kümmere mich kurz um den Fisch und dann schon mal Futter reinbringen, weil gleich schon Abendessenszeit hier, ne? Bisschen haben wir noch. Bisschen haben wir noch, okay. Meinst du, reicht noch für den Fisch? Doch. Wir dürfen jetzt keine großen Töne spucken, weil wer weiß, vielleicht war es der letzte. So, hier ist der Gute. Den präsentiere ich mal ganz schnell, weil der hat absolut keinen Bock. Aber ein schönes Willkommen zurück am Domaine du Frêne. Schöner Schuppenkampf. Futter ist drin, er da vorne ist noch hart am Spommen. Ich habe hier ein bisschen was leer gemacht. Ah, 12 Grad in Deutschland und jetzt kommen wir hier hin und es ist halt einfach mal 32 und soll 34 werden. Wir kriegen hier richtig Spaß, Andi. Boah, gerade hier bei dieser Spomberei, ey. Wir schwitzen schon wieder wie die alten Männer, aber bin doch nur ich der alte Mann. Egal. Na los, Hetzmanns. Paschmanns ist auch schon da. Paschmanns ist schon fertig, ey. Wieder einer Blocker. Hier, harte Arbeit, das wird verloren. McFitty oder was? McFitty, ja, genau. Tjo Leute, ich bin jetzt hier mal vor der Sonne geflohen in meinen Zelteingang, in den Schatten. Andi wirft jetzt die Markerroute noch und hat schon einiges gespompt. Jetzt fährt er gleich einfach schön mit meinem Klappfahrrad hier rum und füttert mit der Kelle auf kurze Distanz die Boilies noch. Ich habe das Futter drin, die Routen liegen weiter mit Single Hookbait, die habe ich noch gar nicht weiter geworfen. Ich habe jetzt, ja, ich denke mal so in etwa 4 Kilo Boilies. Vielleicht ein bisschen mehr gemischte Größen, 20er und 15er. Und einen Fischmehlköder und einen Kohlenhydratköder gemischt gefüttert. Ich habe immer eine Rakete mit Boilies gefüllt, draufgeworfen und dann mit dem Wurfrohr weitflächig drumherum verteilt.
auf zwei Horizontpunkte, die ich sehr, sehr einfach von hier aus anwerfen kann. Und habe zudem halt noch ein bisschen Hanf und reichlich Pellets gespawnt. Mit Sicherheit nochmal dieselbe Menge, also insgesamt sind wahrscheinlich um die 8 Kilo Futter im Wasser, aber eben halt auch viel Zeugs, das sich auch sehr, sehr schnell da unten zersetzt. Und hier ist ein enorm großer Fischbestand. Es sind über 800 Fische hier in diesem See und die werden Hunger haben. Wobei, als ich hier war, das letzte Mal im Mai, ist die Sache voll nach hinten losgegangen. Da haben die Fische auf Futter gar nicht reagiert und ich habe ausschließlich auf Single Hookbaits gefangen. Und darauf sind sie komplett eskaliert. Aber das waren auch andere Bedingungen, denn die Fische haben anscheinend ihren eigenen Laich und wahrscheinlich auch den Weißfischlaich aus den Wochen davor gefressen. Und das zwar ausschließlich. Ich habe alles auf pinke Flu-Pop-Ups gefangen. Kleine pinke Flu-Pop-Ups gesaugt in Gu. Das war der absolute Hammer. Und ich denke, jetzt ist es anders. Und jetzt hoffe ich, dass ich Fische auf Futter bekomme. Falls nicht, können wir von hier aus immer noch gut mit Single Hookbait alle möglichen Ecken anwerfen. Aber das ist jetzt erstmal der Plan. Genau, so sieht's aus. Und jetzt trinke ich mal wahrscheinlich 3 Liter Wasser auf Ex. Die brauche ich. Und dann gibt es gleich ein schönes Barbecue mit Allemann. Da freue ich mich schon drauf. Get in, little one. Get in. Gut gemacht, Junge. Auf die Gefahren, dass das noch öfter passiert, gehe ich jetzt mal zu Kevin. Der hat nämlich gerade einen Biss. Also ich glaube, es wird nicht der letzte bleiben, aber jetzt gehen wir mal gucken. Das ist wirklich krass hier, Leute. Also das letzte Mal, dass ich hier war, war hier vieles noch im Bau. Ne? Da war zum Beispiel diese krasse Hütte hier. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein Luxus das mittlerweile ist. Was Theo da aufgefahren hat, ist wirklich beeindruckend krass, muss ich sagen. Und die Plätze auch. Also für jeden, der Commercial Lake angeln mag, ist das der absolute Wahnsinn. Kevin lehnt sich gerade voll in die Route. Zeige ich gleich. And a big fish. And a big fish. It's a big zip. No, it's not a zip linear. It's a zip. He's into the linears already. No linear, no party. Oh yeah, that's a 20 kilo fish, mate. Oh, come on. Okay. What was my target for this week? Could you give the net free? Oh, well, for this time. Jesus. Do you think 20 kilo? 100%. 100% sure it is. No linear, no party. 100% sure it is. And it's in the net, man! In the net, dude! Hey, man! Ja! Yes! A good one! Schön, dass ich doch hier rüber gegangen bin. Das hat sich gelohnt. Denn das Ziel der Woche von Kevin ist damit erreicht. Das ist ein richtig schöner 20 Kilo plus Seiler drin. Guck mal! Yes! Come on! Okay, mate, now it's getting boring. Ja, tschüss. Oh, somebody's happy. Life could be worse on the first afternoon of fishing. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das für ein verrücktes Gewässer ist. Also das darf man eigentlich gar keinem erzählen. Wenn das nicht für jeden verfügbar wäre und nicht für jeden buchbar wäre, dürfte man hier gar nichts wissen. And this is only the start of the lake. This das ist ja krass. Also die Routen lagen jetzt ja, keine Ahnung, nicht lange. 2 hours maybe? Ja, 2 Stunden, sagt er. 2 Stunden, Kilo Boilies drüber, 2 Routen drauf. Und der erste Fisch, hier raus. Ich bin mal gespannt, was der wie guckt. Guck mal an, was für ein wunderschönes Tier. Jesus. Ja, mega. Alter, das erinnert mich an die Session letztes Jahr. Diese Fische, wenn der erste hochkommt, du bist so richtig so. Aber das ist eben das, was diesen See ausmacht. Ne? Das ist völlig skurril, ja. Wahnsinn. What do you think? Ja, normalerweise 23, glaube ich. 21,65, 21,6. Auf jeden Fall über 43 Pfund. 21,6. I wanted a 20 kilo zip.
gibt's doch nicht. Wahnsinn. Das ist schon wieder viel zu krass, was hier passiert, ne? Die Swing Look Baits, ne? Die haben noch nicht mal auf Futter geworfen. Ich muss rückwärts gehen, weil der Fisch kommt auf mich zu. Moment mal. Ja, der See zeigt sich auf jeden Fall echt wieder von der allerbesten Seite. Nach Kevins Monster hatte ich noch einen kleinen Schuppi und jetzt ist die Route wieder gelaufen im Swing Look Bait da drüben, ne? Gelb ist die Farbe gerade. Boah, die haben aber auch echt Power gerade hier. Kleiner Fisch, wie wir das auch gefürchtet hatten an der Ecke. Naja, wir werden sehen, was wir da machen können. Ja, das ist halt hier jetzt in der Jahreszeit auf jeden Fall ein Spot für viele, aber kleine Karpfen. Nur. Aber Power haben die trotzdem. Machst du den Kescher, Boy, Jung? Natürlich. Später nach ein, zwei Tagen wechseln wir das, ja? Machen wir. Dann kannst du die kleinen Fische fangen. Kein Thema. Scoop him in. Tschüss. Was haben wir hier? Oh, der erste Spiegler. Schönes Tier. Der erste Spieglerbauch. Spieglerbauch. Man hat, glaube ich, gerade eben gesehen, dass da das Blei nicht abgegangen ist, obwohl es an einem LED-Clip-System ist und das ist ganz bewusst. Das ist semi-fix, also ist relativ straff drin, aber sobald Zug drauf kommt, löst sich das. Das heißt, ich kann den Fisch doch relativ frei drillen, ohne dass das Blei jetzt irgendwie in nächster Nähe vom Kopf fixiert ist. Aber ich verliere es halt nicht und das ist so mein Learning hier, weil letztes Mal habe ich echt zu viele Blei verloren. Das will ich eigentlich gar nicht, will die ja nicht in den See werfen. So ist mir das lieber. Und ja, hat der geklappt, die Fische kommen sicher in den Kescher. Den lasse ich jetzt direkt wieder schwimmen. Jetzt gleich ist nämlich Barbecue angesagt. Und ich hoffe natürlich sehr darauf, dass wir noch ein paar größere fangen werden. Insofern, der darf jetzt wieder frei sein. Oh, guckt euch das an, Junge, Junge, Junge. Das Fleisch ist da und es ist alles selbstgeschossenes Wild. Wildschwein. All mixed. So what do you have to offer? Wild boar, like Wildschwein. It's all wild boar, but different type of spice. Unfassbar, was war das denn bitte für ein... Eine Völlerei mit unglaublich geilem Essen. Also. Wahnsinn. Ja, die Maschine jetzt wieder zurück zum Platz. Und dann werfen wir mal die Ruten aufs Futter. Mal gucken, was dann passiert. Wir hoffen natürlich so einiges, oder? Ja, Junge, jetzt wird's spannend. Was wolltest du? Wolltest du einen Zeiler trockenlegen, ne? Ja. Oder wie war das? Richtig. Zeiler trockenlegen. Das ist der Plan. Okay, alles klar. Also Kevin hat. Hat schon einen trockengelegt. Kevin hat schon einen trockengelegt. Ich glaube, der hat auch kein Gewinnspiel veranstaltet. Also. Naja, wir schauen mal. Ich bin so voll, ich kann mich gar nicht bewegen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Platz. Pum. Guten Morgen, Leute. Also, dass ich so zerknautscht aussehe, sieht nicht daran, dass es bei mir richtig gut gelaufen ist. Tatsächlich war es für mich echt sehr ruhig, aber es gibt jetzt schon richtig was zu gewinnen. Andi hat es tatsächlich mit dem ersten Fisch gemacht. 21,4 Kilo. Perfekter, wunderschöner Zeiler. Schaut euch mal den Fisch an, Leute. Wahnsinn. Ist das krass, ey, ganz ehrlich. Das Ziel für die nächsten Tage war auf jeden Fall, wortwörtlich ausgedrückt, einen richtig fetten Zeiler trocken zu legen. Und ich bin irgendwie... Ja, an einem Spot, der so irgendwie so ein bisschen schwierig ist. Ja? Der ist relativ flach, da sind jede Menge Fische hinten drin, aber größtenteils wirklich kleinere Fische. Das haben wir auf der Drohne gesehen, das haben wir im Rundgang gesehen. Und ich bin dann relativ grob rangegangen an die Sache, habe relativ viele Boilies mit dem Groundbaiter und mit der Spomp gefüttert. Ja, und was läuft raus als erster Fisch der Session? Einfach so ein riesen fetter 21 Kilo Zeiler. Das ist unfassbar, ich bin sowas von glücklich schon. Guckt euch das Brett von einem Fisch an, oder? Das ist doch der Hammer. Einfach nur eine perfekte Zeile. Über 20 Kilo schwer. Boah, heftig. Genau deswegen kommst du zum Domaine du Frenne für diese Fische. Unpackbar. Geil, ey. Wir haben auf jeden Fall ein richtig fettes Gewinnspiel versprochen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was ich dir an Tackle abziehe dafür. Weil jetzt echt mal in der ersten Nacht gibt es jetzt schon wieder fett was zu gewinnen. Ja. Du kannst auf jeden Fall die nasse Abpackmatte und die Schlinge haben. Ja, toll, die gehören komplett. Ja, genau, so viel dazu. Also, was es zu gewinnen gibt, haue ich gleich raus. Es ist noch früh am Morgen. Ich glaube, ich hatte erst einen Kaffee. Mit Kaffee hat es aber zu tun. Und jetzt gehe ich mal rüber zum Swim Belgien, denn die Jungs haben alle Netze
Und Sling ist heute Morgen voll gemacht. Da läuft es richtig gut. Und da helfe ich jetzt mal ein bisschen mit der Kamera und halte das auch für euch fest. Jo Leute, Team Paschmanns-Eder meldet sich aus dem Schatten und den haben wir wirklich dringend nötig. Wir hängen eigentlich schon den ganzen Tag im Schatten ab, weil es ist irgendwie 34 Grad heiß. Und wir haben Bullenheiß, faktisch. Man hält sich aus, im Zelt hält man sich aus, in der Sonne sowieso nicht. Jetzt haben wir Glück, wir fangen tagsüber nichts. Insofern, naja, wir hatten jetzt nicht so das Losglück mit der Stelle. Also wir haben den Platz 2, das ist an sich ein sehr geiler Platz mit viel Wasserfläche und vielen Fischen. Aber es ist einfach brütend heiß und die Fische scheinen hier in dem flachen Wasser einfach nicht so richtig Bock zu haben, wohingegen im restlichen See eigentlich ringsum es sehr, sehr gut läuft. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen, sondern wir haben ja versprochen, wir hauen was raus. Andi hat ja schon in der allerersten Nacht die Challenge completed, einen großen Zeiler trocken zu legen mit einem Fisch von fast 43 Pfund. Und entsprechend haben wir uns überlegt, was können wir raushauen, was uns beide verbindet, das für euch einen echten Mehrwert darstellt und wovon wir auch ein paar locker machen können. Und aufgrund unserer Liebe, unserer Leidenschaft oder einfach nur unserer stumpfen Sucht für Kaffee sind wir auf Folgendes gekommen. Andi präsentiert das jetzt mal. Ganz genau. Wir hauen nämlich gleich, wie der Christopher schon gesagt hat, aufgrund der Liebe zu Kaffee, das ist was uns verbindet, gleich 5 von diesen Teasets raus. Es ist eigentlich ein Teaset, da sind 3 Tassen und drei Behältnisse drin. Die kann man entweder mit Tee, Zucker und Kaffee auffüllen. Man kann auch in alle 3 einfach Kaffee reingeben. So machen wir das. So sieht das Ganze aus. Und das ist das von Kevin, das ist jetzt nicht komplett. Genau, das ist nicht komplett gepackt. Wir brauchen uns das natürlich. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach einen Kommentar unter dem Video zu hinterlassen. Wie hat es euch gefallen? Was wollt ihr gerne sehen auf diesem Kanal? Und dann seid ihr schon dabei bei diesem Gewinnspiel. Genau, dann seid ihr dabei. Wir suchen 5 Gewinner. Sollte es mir noch gelingen, tatsächlich in meiner jetzt noch eher, ich sag mal, beschränkten Zeit hier, irgendwas Besonderes zu fangen, packe ich noch was drauf. Es muss ja lohnen. Aber ich darf leider nicht zur Bedingung machen, dass man den Kanal abonniert. Das ist laut Richtlinien so, aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das auch tut. Den Kanal abonnieren, mal ein Like da lassen. Und wie Andi schon sagte, einfach was in die Kommentare hauen. Vielen lieben Dank. Also der zieht auf jeden Fall ruhig seine Bahnen, aber das hat hier irgendwie nichts zu sagen bisher. Kann auch wieder so ein halbstarker Schuppi sein. Ich hoffe, ich finde es raus. Und irgendwer hat die Drohne oben. Das ist verboten! Danke dir. Den. Boah, meine Güte, ey. Boah, der hat gekämpft, ey. Unfassbar. Also, ist ein guter Fisch, aber jetzt wirklich kein absoluter Riese oder so. Der hat so Gas gegeben, Mann. Wahnsinn. Boah, aber ich bin happy, dass ich den bekommen habe. Der ist erst hinter so eine Insel gegangen, ist die ganze Zeit die Schnur da hin und her geschubbert. Ist immer ein ungünstiges, ungutes Gefühl, wenn du ihn dann schön nah vor der Rutenspitze hast und spürst dann die raue Schnur zwischen den Ringen. Naja, so, den versorge ich jetzt schnell und dann präsentiere ich den mal eben. Also, wenn der jetzt das mit mir veranstaltet, was er am Drill gemacht hat, dann wird das jetzt hier ein Spaß. Unfassbar, was der Fisch für eine Kraft aufgebracht hat. Der hat mich echt Nerven gekostet. Ich dachte schon, da ploppt jetzt der 27 Kilo Zeiler hoch. Naja, das hat er mit Sicherheit nicht, aber ein schöner Fisch ist es allemal. Und da bin ich echt happy mit. Der kam übrigens wieder auf den Single Lookbait. Also so richtig rund läuft das hier bei uns noch nicht. Auch wenn die Fische echt cool sind. Aber irgendwie haben die noch nicht so wirklich aufs Futter reagiert. Mal gucken, was wir hier noch drehen können. Andi und sein Schirm. Ich weiß, der ist nicht sehr sexy, aber das ist das Einzige, was hilft aktuell. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Camp Chaos.
Ja, ich weiß, es war ein bisschen ruhig. Ich habe hier gestern nicht so fleißig gefilmt, wie ich mir es vorgestellt hatte. Liegt daran, dass es brütend heiß war, irgendwann doch spät und ich den Kollegen hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Genau, vom Flughafen abholen musste und er hatte Verspätung und ich war jetzt wirklich nachts wieder zurück, habe dann noch erst die Routen geworfen. Jetzt steht hier einiges auf dem Programm. Hier wird ja, für Korda noch einiges an Kurzformat-Videos gefilmt. Es war auch tatsächlich relativ ruhig bei uns, ne? Definitiv, ja, ja. Also ich habe die Routen im Hell noch gelegt. Bei mir kam gar nichts auf Futter. Du hast ja noch ein, zwei Fische zusammengefangen auf Single Hook Baits. Coole Nummer auf jeden Fall. Aber es war schon insgesamt sehr, sehr ruhig, ja. Ja, wir haben hier wirklich nicht das goldene Los mit dem Platz. Hier sind sehr wenig Fische im Verhältnis drin, vor allem den großen Fische hier im flachen Seeteil. Aber einen wirklich schönen habe ich noch im Kescher. Der liegt da drin und ich glaube, den kann ich jetzt auch mal präsentieren.